Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um eine Filmperle aus Neuseeland. Der Film ist recht unbekannt dafür, dass er von 2004 ist und es geht heute um Als das Meer verschwand. Ich fange erstmal mit der Story an. Es geht hier um diesen Journalisten hier vorne auf dem Bild, der ja, als Journalist durch die Welt gereist ist und dann wieder zurück in seine Heimatstadt, in eine kleine Stadt in Neuseeland zurückkommt, dort nicht gerade mit offenen Armen empfangen wird, dort dann unterrichtet. Und wo dann seine 16-jährige Schülerin verschwindet, wird er direkt verdächtigt. So als der Neuling, der war es, der wieder zurückgekommen ist. So wird dann auch verhört und so weiter. Und fängt dann an zu suchen. Also wie sie ist verschwunden, entführt, man weiß es nicht. Und er fängt an zu suchen, was mit ihr geschehen ist, ob sie einfach nur abgehauen ist. Und kommt dann weiter immer mehr ein Geheimnis auf der Spur, könnte man so sagen. Also der Film wird extrem ruhig und wirklich gelassen erzählt. Und was ich mir sehr gut gefällt, also man wird von Anfang an weiß man nicht so ganz genau. Alles, was ich jetzt erzählt habe, findet man sehr schnell im Film heraus. Das wird direkt in den ersten, sagen wir, 10 bis 20 Minuten gezeigt. So, dann wird man aber die ganze Zeit eben mit Vergangenheitssachen gezeigt. Also indem er auf der Suche ist, werden immer wieder Szenen gezeigt, so was bisher so geschehen ist. Und so findet man eben schnell heraus, dass er eben schon sehr, sehr viel Zeit mit dieser 16-Jährigen verbracht hat. Sie hat den Kontakt gesucht, er hat ihnen den Kontakt gesucht und hat wirklich sehr, sehr viel Zeit mit ihr verbracht. Dort also kein großes Wunder, dass sie auf ihn direkt gekommen sind. Und das wird eben gezeigt. Also der Film zeigt ihnen jetzt halt diese Suche nach ihr und dann eben die ganze Zeit Vergangenheitsaufnahmen. Also befindet sich die ganze Zeit in der Gegenwart und wird dann immer wieder gezeigt, was in der Vergangenheit passiert ist. Und da springt die Vergangenheit, also zum halben Jahr, zum Jahr und manchmal wirklich ganz weit zurück, wo er noch als Kind in dieser Stadt gelebt hat und warum er gegangen ist und das ganze Prinzip. Was wirklich dahinter steckt, ist wahnsinnig gut inszeniert und wahnsinnig gut gemacht. Kann ich nur empfehlen. Zum Film selbst, ich würde sagen, es ist kein einfacher Film. Also, Als das Meer verschwand ist auf jeden Fall kein einfacher Film und man muss wirklich die Muße und die Geduld besitzen, hier diesen Film bis zum Ende durchzuhalten. Wer sich aber auf diesen Film wirklich einlässt, wird einem sehr, sehr spannenden Film belohnt. Und mehr brauche ich, kann ich eigentlich dazu sagen. Wer auf wirklich spannende Filme steht und hat dabei keine Probleme, sich auf einen wirklich schönen, ruhigen Film einzulassen und sich von der Atmosphäre und von den Bildern, von der Musik, von den exzellenten Schauspielern, die wirklich durchweg perfekt in diesen Film passen und wirklich glaubwürdig, und der ganze Film hat eine wirklich glaubwürdige Geschichte auch noch dazu, mit einer wirklich tollen Kamera das Ganze unterstützt ist, mit wirklich tolle Kamera und tollen Kulissen. Wer damit keine Probleme hat, wie gesagt, einen wirklich spannenden Film mit so tollen Setting zu schauen, aber das alles wirklich auf eine sehr, sehr ruhige Basis zu schauen. Für den ist dieser Film. Für jeden Drama-Fan oder wirklich auf Spannung steht, aber damit keine Probleme hat, einen sehr ruhigen Film zu schauen, ist das wirklich ein toller Tipp. Gut, das war die kleine Filmperle aus Neuseeland. Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Als das Meer verschwand. Bis zum nächsten Mal.